So, hallo, wir machen weiter bei Studies of a Broken Engine. Jetzt komplett neue Aufnahmesession. Allerdings eine Aufnahmesession, die immer noch stattfindet, bevor der erste Part auf YouTube ist. Also ich kann jetzt noch nicht auf irgendwas eingehen, was, falls irgendwelche Kommentare kommen, auf die ich eingehen müsste, kann ich nicht. So, wir spielen einfach weiter und das Projekt ist dann halt schon fertig aufgenommen, wenn es gerade mal startet. Okay, ja, wir sind in der Höhle angekommen. Ich weiß gar nicht, was das davor war. Keine Ahnung, was wir im letzten Part alles hatten. Ach, da war das Schwimmen, ne? Das Schwimmen, Genau, ich genau. glaube, im letzten Part war das mit dem Schwimmen richtig. Wo ich mich echt noch Genau, gewundert genau. habe, wie man da durch diese zwei Manscherlücken durchkommen soll. Aber es hat funktioniert. Es ist schon faszinierend. Also ich lerne in dem Hack wieder neue Sachen. Ja, weil der Hack ja auch total nett ist, ne? Ja, also bisher ist es ja wirklich alles machbar, wenn man ein bisschen Erklärung dabei hat. Okay, Ich glaube, der so, haut jetzt auch ohne Erklärung. hier ist ein Yoshi drin, das dürfte ich alles. Ja, also ich muss halt mit Yoshi darüber kommen. Das ist an Ja, okay. sich Das schaffst nichts du ohne Safe-State. Neues. Jetzt muss ich nur gucken, wie das ging. Das schaffst du ohne Safe-State auch. Ja, also muss mal gucken, wie das ist. Es ging. Irgendwie konnte man immer wieder draufsetzen, ne, auf dieser Lava. Ja. Das ist auch alles. Musst du dann ein paar Mal machen und dann bist du bei der Röhre. Ich stoße mir nur ständig den Kopf. Das ist richtig. Dann kannst du einfach zur Röhre springen, wenn du nicht gegen den Kopf stoßen würdest. Das ist wohl wahr. Ja, deswegen ist es schon Ja, wichtig, dass du dir den Kopf stößt. irgendwie so. Oh Gott. Ah. Ja, das könnte ich mir nutzen zu nutzen. Ups. Das könnte ich mir zunutze machen, dass ich da gleich auf Yoshi direkt lande. Ja, okay. Nein, ich springe dann immer zu weit weiter. Das ist jetzt so ein Raum, ich weiß, wie es geht, ich muss es nur umgesetzt bekommen. Ja, Das ist in der Tat. kein Das Raum, ist kein wilder Raum. wo ich irgendwie rätseln muss, sondern ich weiß, wie es geht, ich muss es nur hinkriegen. So, ja. Musst einfach weniger links und rechts drücken. Dann ist alles in Ordnung. Ja, ich denke, ich muss einfach. Du bewegst dich zu viel einfach. Ja. Ja. Weniger bewegen macht die ganze Stelle einfacher. Ich wüsste auch gar nicht, wie man da groß zwischendurch. Also ja, man könnte zwischendurch safe staten, aber es ist. Ich glaube, das ist eher so. Würde ein Safe State werden, wo ich jedes Mal in der Lava safe state. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, dann mach's ja einfach nicht. Gerade wenn ich eben nicht viel Möglichkeit habe, nach oben Ja, dann mach's einfach. zu kommen. Nee, mache ich auch nicht. Also würde glaube ich, nicht gut funktionieren. Wobei, ich glaube, ja, ich glaube, ich sehe eine Möglichkeit, wie man hier ein bisschen staten könnte. Aber ich glaube, das braucht man Ich meine, einfach ich sehe die nicht. Möglichkeit auch. Oder vielleicht sehe ich eine andere Möglichkeit. Ja, ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es, dass Yoshi so ein bisschen in der Mitte ist und ich lande erstmal auf der linken Seite und gehe dann wieder zurück zu Yoshi. Meinten Sie die rechte Seite? Ja. Selbstverständlich. Ach, Mann. Wieso kriege ich das denn nicht hin, links und rechts nicht zu? Das gibt's doch nicht. Ach ja, wunderschön. Fast, dass ich mache das ja nicht mal absichtlich, also. Ah ja. So. Ach komm schon. Ich gehe viel zu weit nach links und rechts. Es ist genau wie du sagst. Ich muss es nur in meinem Kopf ändern. Also immer das Gleiche, man versucht sich wahnsinnig viel zu bewegen. Ich meine, jedes Mal, wenn du auf Yoshi landest, dann hast du ja keine Geschwindigkeit mehr, ne? Also. Musst du einfach nur, ja genau, das machen. Oh. Ja, Oh, das, Mist. ja, jetzt machst du halt das. Du kannst dich in jedem Schritt ein bisschen weiter nach rechts bewegen, als du es getan hast, dann kommst du schneller voran. Ach, so kann ich ja tatsächlich doch staten. Also so, ja, das wäre dann doch möglich. Ordentlich, okay. Ja, okay. Ja, das ist schon möglich, ne? Also wenn man die richtige Technik hat, dann ist alles Ja, einfach. das stimmt. Wirklich nur ganz wenig, aber. Oh. Aber dafür. Stetig! Ethisch. Wie viel Zeit hat man, um da also richtig abzuspringen? Ist das so eine Millisekunde oder sowas? Eine Millisekunde, das wäre ja verrückt, das wäre ja ein 16. Frame. Naja. Ein, Also eine Sekunde ist es nicht. Es ist weniger wie eine ist es keine Sekunde. Sekunde. Ja, keine Ahnung, wie viel das ist. Hängt davon ab, wo Yoshi in seiner Sprunganimation ist. Es ist halt eine Zentisekunde.
Hast recht, Millis ist ein bisschen gleich. Eine Zentisekunde ist immer noch weniger als ein Frame, Connor. Das ist auf jeden Fall mehr als ein Frame. Dann ist es eine Dezisekunde, was weißt du nicht? Du bist hier doch der Mathelehrer, du musst doch diese doofen Präfixe in den Schülern. Naja, Dezi ist immer noch mehr wie Zenti. Das ist richtig. Also so ein Zehntelsekunde halt, keine Ahnung. 6 Frames jetzt. Das ist ja schon mal. Kann sein, aber es ist in der Regel mehr als 6 Frames. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, wo Jotto in seiner Sprunganimation ist. Wenn er ganz oben ist, dann wirst du mehr Zeit haben. Wenn er ganz unten ist, dann weniger vielleicht sogar. Okay. Ach, komm schon. Es hängt auch ein bisschen davon, glaube ich, ab, wo du auf der Lava stehst. Ich glaube, die Tötungs-Hitbox an der Lava ist nicht nur hübsches Lob, sondern irgendwie was ein bisschen hässliches. So wie ich dieses Spiel kenne. Oh, jetzt habe ich doch mal ein State gesetzt. Oh, das ist doch gesaved. Naja, jetzt wird hier doch geschummelt. Sehe ich ja. Ah. Aber der ist ganz gut. Der ist keiner, der mich stresst. Das ist ja schon mal schön zu hören. So. Wir wollen ja nicht, dass du gestresst bist. Ach ja. Ich will vor allem nicht die Zuschauer stressen, jetzt hier 10 Minuten nur auf der Lava rum zu Yoshi. Was, die Zuschauer haben auch in Ferie überlebt. Ja. Und sie haben es nicht nur überlebt, sie wollen noch mehr davon. Also. Das ist die Frage. Wer da alles wirklich überlebt hat. So, jetzt. Ah! Okay. Also ich würde mir neue Inferi-Folgen angucken. Ja, das ist mir klar. Du spielst es ja auch selber, also. Ja, hab nur 4 Level übrig. Aber alles Level, die ich auch schon kenne, oder? Ja. Also welche fehlen noch? Die du nicht kennst. Weil ich kann mir immer noch welche bei dir wünschen. Es fehlen Martha Surrogate. Ja, okay, welches ist das? Das mit der goldenen Beere, wo man. Oh, okay. Den Boden fällt. Ich weiß nicht, ob du. Also. Ja, das ist das, wo ich das erste Mal machen wir doch einfach das hier gemacht habe. Richtig, richtig. Das machen wir doch einfach das hier. Hast du gerade übrigens den Yoshi in die Lava reingeschmissen? Ja, der war einfach weg. Das finde ich fantastisch. Das ist mir nie passiert. Sehr gut. Fantastisch. Großartig. Ja, was war schön, dass du es auch gesehen hast. Ich es mir nicht eingebildet habe. Ita Absconditum, Porta Dexter. Okay, welches ist das wieder? Das sind die ersten beiden Level. Ach so, okay. Ja, also das sind aber dann Level, die recht fix gehen. Also die sind genau, ja. Und dann noch Finis Alesiae. Das fehlt auch noch. Okay. Das ist das Schloss, wo du eine Pflanze durchs ganze Schloss bewegen sollst. Ja, I remember das erste Schloss. Was du dann Schloss. Einfach geskippt hast, indem du einen grauen Peacewitch getroffen hast. Okay. Jetzt müsste ich die ja drücken können, nachdem ich Yoshi rausgeholt habe. Ah, du hast den Raum, geschafft, das ist ja ganz toll. Jetzt muss ich kommen im nächsten Raum. Da ist ein Springboard. Ja, das sehe ich. Ja, dann ich meine, ich kann so, ja, so nicht. Ja, nee, so kannst du es dir nicht holen. So, irgendwie ging das ja, dass man dann, ja, aber das muss auf die andere Seite. Also ich muss es immer noch nicht. Muss ihn drehen. Ja, den drehen mal. Wie drehe ich dich denn jetzt, Yoshi? Ja, weiß ich nicht. So auf jeden Fall nicht. Ja. Ich muss es keine drehen. Also, wie drehe ich ihn denn vorher? Du willst ihn ja nicht vorher drehen. Oh! Ah. Da, an sowas habe ich gar nicht gedacht, aber das funktioniert natürlich auch. Das ist ja interessant. Komm her, gib mir das! Okay, ach so, er lässt einfach stehen. Du hast ein Springboard. So. Ja, das ist toll, er muss jetzt ja nur in die Tür rein. Ja, das ist noch nicht so ganz so toll. Wie hoch ist das? Da, super. Ja, genau so. Jetzt muss ich, oh Gott. Geht es aus der Situation, oder? Aus der Situation gehen. Beide Wege gehen nur. Okay. Ach, ja, wieso hält denn das da drin so? Ach so, es ist verglitscht. Oh, ja, das macht die Sache natürlich viel einfacher. Das heißt, das bleibt jetzt immer hängen.
war gerade noch auf Yoshis Zunge. Ah, es bleibt immer hängen. Okay, das macht natürlich die Situation viel einfacher. Und dann kann ich es ja einfach da hochpacken. Sodass es halt einfach vor der Tür bleibt. Ja, so komme ich halt jetzt noch nicht in die Tür rein. Okay, es geht bestimmt irgendwie anders. Das ist nicht der Gedachte. Aber es funktioniert in der Theorie, wenn man genügend lang rumwurschtelt. Okay. Lass mich mal überlegen, wie der Gedachte... Na, so nicht. Lass mich mal überlegen, wie der Gedachte Weg sein könnte. Kann man das irgendwie da oben so festsetzen? Ist auch ein normales Springboard? Das macht jetzt nichts anders? Ich glaube, so hoch komme ich nicht, wie ich das möchte. Weil so komme ich ja erstens nicht mehr auf das Springboard drauf und zweitens nicht in die Tür. Also mit genügend Anlauf und Empathie geht das schon. Einfach von Sariel geklaut, den Sprung. Ja. So. Das war auch ein sehr schöner Sprung. Ja, ich finde, der sollte sich als neuer Klassiker etablieren. Oh, jetzt, das könnte, aber jetzt muss ich halt da hochkommen. Das ist halt... Ja, musst du noch da hochkommen. Ja, puh. Dafür ist dann die Empathie von dir. Ich glaube, das geht so nicht. Das erscheint mir nicht umsetzbar, wie ich das vorhabe. Ah, scheiße. Willst du vielleicht einfach den anderen Weg nehmen? Ja, gerne. Wenn ich wüsste, okay, wie er geht. Ja, dann spiel halt mal ein bisschen rum, du wirst es schon rausfinden. Du bist ja auch ein erfahrener Glitch-Puzzle-Spieler. Ich überlege, ob es über den Knochen, aber den Knochen kriege ich erst recht nicht vernünftig reingeschmissen. Nichts mit dem Knochen. Nichts mit dem Knochen. Vielleicht kann man ja noch mehr glitchen und das kaputt machen und dadurch taucht die Tür auf. Ja, komplett kaputt machen. Ja, die Tür geht auf, genau. Ja, ja. Aber die Tür öffnet sich, aber leider ist Mario immer noch zu blöd reinzulaufen. Ja, super. Aber was kann ich anderes tun, als das da irgendwie hochzuschmeißen? Ich bin da sehr verwirrt. Ich meine, du schmeißt es ja gerade nicht, du legst es ja gerade. Oder hochschmeißen, stelle ich mir irgendwie was anderes vor. Kann ich irgendwie da so mich rein Dings, also so... Ja, du könntest in der Theorie dort einen Wallclip machen und reinklippen, ja. Aber das willst du nicht. Das wäre dann der dritte Weg. Wenn du das schaffst, wäre das cool, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das schaffst. Okay, also das wäre sozusagen ein dritter Weg, der aber nicht so gedacht ist. Ah. Okay. Na dann gib mir mal irgendeinen Hinweis, mit dem ich was anfangen kann. Braune Blöcke. Die sind da. Und hochwerfen. Was? Ja. Jetzt hast du genau die richtige Position, an der du es machen könntest, übersprungen. Oh. Hier oder was? Nee. Hier? Nee, wir auf dem Boden waschen rechte. Okay. Andersrum gucken. Dann wird ein Schuh draus. Wow, und jetzt noch das richtige Timing treffen. Dann wird ein Schuh draus. Brauchst du nicht zu bewegen, ne? Du stehst schon ganz richtig so. Kannst auch ruhig ein Safe-Set setzen, dann musst du nicht jedes Mal das Springboard fangen. Ich weiß ja gar nicht, was du von mir willst. Ja, genau das, was du da machst, nur besser. Du wirst schon sehen, wenn es passiert. Okay. Das ist auf jeden Fall wieder was ich nicht kenne. Ja, du willst aber übrigens nicht das Springboard in die braunen Blöcke reinschmeißen, schon daneben hoch, ne? Also das ist, dass das einen Unterschied macht. Wie gesagt, also genau das, was du machst, nur mit einem besseren Timing. Das ist schon richtig so. Okay, mit einem besseren Timing. Ja, ich glaube, du wirfst das Springboard zu spät. So wie ich das hier sehe. Naja, du wirfst es zu spät. Ah, okay. Ja, du wirfst immer noch zu spät. Muss ich das wie, wenn ich duplizieren würde oder was, oder wie? Offensichtlich nicht. Du willst ja nichts duplizieren. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, was ich... Wow! Du hast gerade einfach nur ein Springboard gegen eine Decke geworfen. Das ist überhaupt nichts Beeindruckendes. Ja, aber es sah trotzdem komisch aus. Wie gesagt, Conan, du wirfst das Springboard zu spät. Das war früher. Holy moly! Genau so.
Na, das ist ja schon mal besser. Okay. Das sah mal ganz gut aus. Aber jetzt machst du das gleiche halt noch mit ein bisschen Anlauf und Empathie, ne? Weil jetzt ist ja das Springboard gerade rechts von der Tür hochgeflogen. Das ist ja irgendwie Käse, du willst das ja, dass das zur Tür hochfliegt, während Mario draufsteht. Da siehst du schon, das Springboard fliegt genau zur Tür hoch. Und das geht nur, weil da die braunen Blöcke sind. Das würde natürlich mit jeder anderen beliebigen Decke auch funktionieren. Naja, aber ja, also es geht nur, weil ich gegen etwas springe danach. Ja, richtig. Du wirfst das Springboard zu spät. Ich glaube, so viel Geschwindigkeit willst du gar nicht. Okay. Nur handelsübliche Laufgeschwindigkeit. Doch nicht so viel Anlauf und Empathie. Und wie gesagt, du wirfst es zu spät. Ja, ich arbeite dran. Ja, ich sag's nur sehr häufig, weil du es immer zu spät wirst und nie zu früh. Deswegen, ja. Ich muss es wirklich werfen und dann erst springen. Okay. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Ja doch, also hier auf jeden Fall. Du musst erst springen und dann werfen. Das ist schon... Ich kann gerne jetzt Frame Advance rausholen und das korrekte Timing rausgucken, dann sehen wir, wer recht hat. Also gefühlsmäßig hat es jetzt immer funktioniert, wenn ich erst losgelassen habe und dann gesprungen bin. Aber ich teste das jetzt. Ne? Ich muss loslassen und dann springen. Ja, ist in Ordnung, wenn du das glaubst. Dann mach's einfach so. Ich gucke dann währenddessen, was die korrekten Daten dazu sind. Vielleicht irre ich mich auch und erinnere mich falsch an Timings. Soll ja vorkommen. Muss ich erstmal irgendwie verinnerlichen, wie das genau gedacht ist. Okay. Das ist ein sehr interessanter Glitch, aber so ganz. Aber ich meine, jetzt hast du ja das Timing eigentlich raus. Jetzt musst du es nur noch machen. Also okay. Musst es nur noch machen, während du dich halt bewegst, damit das Robot sich ein bisschen bewegt. Da war's. Okay, also. Yes! Oh mein Gott! Sick. Aber ich bleib dabei, gefühlsmäßig musste ich immer erst loslassen, dann springen. Okay. Ja, okay, ich bleib dabei, dein Gefühl ist falsch, man muss loslassen 2 Frames, nachdem man springt. Okay, akzeptiere ich. Ja, dein Gefühl ist einfach falsch. So. Kann ja auch sein, dass meine Tastatur irgendeinen Input-Lag hat, was weiß ich. Ja, ich bin mir sicher, deine Sprungtaste hat einen anderen Input-Lag als deine Renntaste. Ja, das klingt sehr plausibel. So, wieso haut denn diese Plattform hier ständig ab? Ich berühre die doch gar nicht. Das sieht die Plattform aber anders. Okay, jetzt haut sie noch nicht ab. Ich würde sagen, diese Plattform bewegt sich auch nicht. So, du stehst auch nicht drauf. So, passt also alles zusammen. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich will in die Tür da unten rein. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall so eine Geschichte, wo ich Yoshi groß machen muss und dann mit dem Schlüssel da so runterreiten. Das sehe ich schon, dass das diese Geschichte wird. Mein Problem ist, wie mache ich denn jetzt Yoshi hier groß? Ich habe ja nur den Koopa da zum Essen. Das sind maximal 2 Items. Also den. Kann ich den Blag essen? Nee, ne? Nee. War ja nur eine Idee. Okay, also kann man wahrscheinlich wieder irgendwas glitchen, damit man das Essen anders hinkriegt. Keine Ahnung. Ja, super. Geh doch erstmal hoch, Yoshi. Wobei du wahrscheinlich unten bleiben musst. Ja,
Ja, tschüss. Bin etwas überfragt. Wie soll ich eigentlich von hier dann an den Schlüssel? Das ist ja auch wieder ein Sprung, der... Weiß nicht, ob der so gedacht ist, wie ich für den vorhabe. Mhm. Wie ist das? Ach so, wahrscheinlich bin ich vorhin einfach mal auf die Plattform draufgekommen. Das kann schon sein. Also irgendwas muss ich sicherlich mit dem Blatt und mit der Plattform machen, sonst wären die nicht da. Also ist es sicherlich schlecht, wenn die einfach schon weg ist. Aber keine Ahnung, was es hier... Kenne ich den Glitch, der hier verlangt wird? Also habe ich den schon mal in irgendeiner Form gesehen? Ja, ich denke schon. Okay. Ja, klar hast du das gesehen. Du hast es auch schon sehr, sehr häufig gemacht und jeder kennt's und... Okay. Aber ich habe nicht drei Sachen zum Aber Essen. Aber das, was du gerade gemacht hast, ist natürlich... ich würde sagen, in der jetzigen Situation ist der Raum schon unschöner, als er mal am Anfang war. Also muss Yoshi da unten bleiben, okay. Ja, lass ihn mal ruhig da unten fürs Erste. Okay, kein Problem, gerne. Dann kann ich nicht... dann kann ich nicht... Ach doch, dann kann ich trotzdem da hochlaufen. Genau. Scheiße. Aber wenn du nicht auf der Plattform landest, dann freut sich die Plattform drüber. Ist okay. Na, das mag die Plattform. Dann gehen wir da jetzt hoch, ohne die Plattform runterzuwerfen. Wow. Okay. Stopp! Ja, das ist wahrscheinlich schon wieder schlecht. Also es muss ja irgendwie möglich sein, diesen Koopa mehrfach zu essen. Oh, warte. Hier ist ja La... Aber das... Nee, das kann nicht funktionieren. Oh! Ist deswegen die Plattform da, weil ich den wieder neu beleben soll? So, Das war mal die Lösung, aber jetzt ist es nicht mehr, weil es hat sich herausgestellt, dass das ganz schön schwierig ist. Also das war mal die Lösung, oder was? Ja, aber es ist nicht mehr die Lösung. Es ist nämlich ganz schön schwierig, das zu machen, jetzt im Ernst. Also ich habe das probiert und ich bin daran gescheitert, das konsistent hinzukriegen. Also ist dafür die Plattform da gewesen, aber jetzt hat sie trotzdem noch eine andere Bedeutung? In der Tat. Okay. Aber was würde das... Also selbst wenn ich das hinkriegen würde, dann habe ich halt einmal... Ach so, und dann esse ich jedes... Ah, dann käme jedes Mal der Dings raus. Verstanden. Ja, ja, doch. Aber das... Ja, okay, I see. Das, ja. Aber wenn du selber sagst, das muss nicht sein, dann müssen wir das auch jetzt nicht hier fabrizieren. Nein! Also muss ich irgendwie anders da... Ach, Mann. Der kann den ja doch essen. Endlich kann er den essen. Was hast du denn gedacht? Oh, lol. Lol. Der kann den Blag essen. Endlich kann er den essen. Also habe ich ja dann doch drei Sachen zum Essen da. Huch. Ja, genau. Huch. Gut, dann jetzt mal weiterdenken. Dann habe ich den Yoshi hier unten groß. Das ist schon mal schlecht. Gefühlstechnisch. Weil ich den dann nicht mehr da hochkriege. Also wäre es mir eigentlich lieber, der wird hier oben groß. Ist aber auch schlecht. Weil ich den hier oben nicht groß kriege. Nein! Okay, erstmal muss ich jetzt irgendwie den Weg finden, dass der Koopa überlebt. Weil der Blag kommt ja nicht wieder neu. Also den Blag kann ich ja trotzdem nur einmal essen. In der Tat. So. Na, und jetzt ist ja schon vorbei. Also jetzt ist ja schon... geht's ja schon nicht mehr. In der Tat. Schlecht. Okay.
Ach, Mann. Nein. Also wie schaffe... Boah. Also wie schaffe ich es jetzt, dass der Cooper am Leben bleibt? Ja, stopp. Oh. Ich glaube, das war gar nicht so... Wobei, selbst da, also ich meine, ich schieße den dann da raus und dann geht der überall hin, aber nicht dahin, wo ich will. Hm. Aber trotzdem wäre es jetzt erstmal ein... Oh. Trotzdem wäre es erstmal ein Teilerfolg, wenn der da oben bliebe. Mit, also nicht mehr rumflügelt. Nicht mehr rumflügelt? Ja. Ah. So. Stopp! Conan, ist dir schon mal aufgefallen, wenn der große Cooper da oben auf den beiden Blöcken läuft, wenn du ihn nach links raushaust, dann haust du ihn offscreen. Wenn du ihn nach rechts raushaust... Ja, ich will ihn auf den Mancha hauen eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob, was da, ob er da so auf gut den Mancha? Ne, er wird auf den Mancha... Du, dann ja, weiß ich nicht, den aber... Den die Shell und den Cooper, der da drüben auf dem Mancha hockt. Ja, nee. Genügend Zeit essen, um den Yoshi groß werden zu machen. Eigentlich will ich ihn hier unten haben, aber da kriege ich ihn ja nicht hin. Also dann tu ihn doch einfach nach da unten. Ja, also ich versuche das ja. Ah, warte mal. Muss ich da wieder so ein... Ja, aber da sterbe ich am Mancha jetzt, wenn ich den so irgendwie... Okay, tue ich nicht. Ja, stößt am Mancha, sehe ich. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ich würde auch sagen, dass das gut aussieht jetzt. Ah, dann oder muss ich Yoshi in dem Moment, wo er groß wird, hochwerfen. Ja, okay. Das erscheint mir machbar. Aber jetzt kriege ich Yoshi nicht mehr. Kriegst du Yoshi nicht mehr? Naja, so wie er da liegt, weiß nicht, ob ich den noch... Da liegt ein bisschen ungünstig. Ich möchte, du hast recht. Da hättest du wohl aufpassen müssen. Mit Scrollen kommt der auch nicht wieder, nee. Nee, der ist ja nicht in der Wand. Der ist ja da am Boden, da. Ganz glücklich. Hüpft er da rum. Ah, ich sehe es aber schon richtig, dass ich den da nicht mehr rauskriege. Ja. Dann ist es richtig, dass du ihn da nicht mehr rauskriegst. Okay. Aber das Level hätte gerne, dass du ihn jetzt rauskriegst. Musst du wohl einen anderen Weg finden, da hochzukommen, ohne den Yoshi da rauszuholen. Naja, ich meine, da hochlaufen, ohne Yoshi zu bewegen, müsst ihr ja eben locker sein. Ja eben, das ist eine triviale Sache. Gut. Jetzt ist nur das Problem, dass er wahrscheinlich den Cooper ist. Das wirst du ja sehen, ob das passiert. Jupp. Twilight Error. Yoshi. Okay, tut er nicht. Ui. Gut. Dann passt ja alles. So, dann kannst du jetzt ja den Yoshi füttern. So, jetzt muss das gut getimed sein. Hopp, plopp und plopp. Das Scheiße. War jetzt aber nicht so elegant. Ja, aber in die Richtung geht's. In die Richtung geht's. In der Tat, in die Richtung geht's. Okay. Und dann noch hochwerfen. Eieiei. Das ist viel auf ein. Ups, tschüss. Wenn den Cooper ein bisschen weiter links triffst, dann liegt die Shell ein bisschen weiter von dem Cooper weg und das ist vielleicht ganz gut, dass er dir da nicht reinspringt. Das wär's gewesen. Jetzt muss ja, ich das noch, wär's gewesen. Muss nur noch vernünftig hochwerfen. Dich nicht angestellt hättest. Das hättest du vernünftig hochwerfen. Ach, scheiße. Ach, warte mal, wenn ich ihn einfach in die Wand packe, dann müsste der ja hochschießen. Das könnte funktionieren. Bin ich zu dumm zum Dreifachessen? Ja. Ganz offensichtlich. Ach. Mein Timing ist wieder fantastisch. Nein, Yoshi, zu bald. Sehr amüsant. Ah, keine Chance. So, okay. Aber wir sind auf einem guten Weg. Mann. Okay, wir machen das mal anders. Wir triggern den jetzt vorher. Dann hüpfen wir da ran. Dann holen wir den so. Ja, das ist besser.
Das war. War schon mal irgendwie okay. Willst du vielleicht noch richtig dreifach essen? Schaffst du das auch? Ja, würde ich gerne. Wir arbeiten dran. Nein! Das halte ich jetzt allerdings für ein schlechteres Timing als vorher. Nee, alles gut. Oh, okay. Wenn du meinst. Alles gut. Oh, wenn du meinst, dann ist alles gut. Hoch mit dir! Sehr schön. Sehr schön. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich nicht gleich... Ah, es passt. Gut. Okay, so, jetzt, Ja... Das war jetzt nicht so klug. An welcher Stelle stirbt er denn? Mann! Gut. So, wie sieht das aus? Wie weit fährt er? Und nimmt jetzt überhaupt den Schlüssel mit? Nee. Natürlich nicht. Weil er nicht an der Zunge hängt. Okay. Aber ich muss ja auch den Schlüssel irgendwie... Also muss ich ja... Das ist noch nicht so ganz, wie ich mir das gerne hätte. Ach so, warte mal, ich kann den Schlüssel ja holen. Lul. Ja, lul. Okay. Wait. Wow, stopp. Wow, wait, wo ist Yoshi da? Na. So, jetzt wieder nach oben. Oder kann ich nicht einfach direkt jetzt irgendwie da so? Machen wir einfach, das machen wir doch ganz easy. Jetzt komm halt mit Schlüssel. So. Hier oben ist doch sicherlich gut. Dann einmal Schlüssel ablegen. Bitte gerne ein bisschen weiter mittig. Ja, da ist doch ganz gut. Es war jetzt nicht so eine gute Position. Das Problem, dass ich so nicht weiterkomme. Ich meine, so wie der Schlüssel lag, war schon alles okay, aber dann hast du dem Yoshi halt irgendwie aus irgendeinem Grund. Nee, also das ist ja auch Käse. Ich kann ihn noch ein bisschen weiter drüben noch drüben. Nein, ja, das war schon eine gute Position, ne? Nicht dahin. Das, also die Position war schon okay, du. Wobei, so weißt, geht's ja Yoshi auch. Schlecht weg. Weil, na, so ist es so schlecht. Ich muss halt irgendwie ja, nee, dann gut. Drauf lang laufen. Na, ja, das ist zu weit drüben. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja, ist okay. Ja, ich meine, es würde halt helfen, wenn du nicht die. Also streck halt die Zunge raus und spring gleich ab. Sofort. Nicht irgendwie 3 Jahre warten. Dann ist schon alles noch. Scheiße. Dann muss ich aber noch irgendwie überleben, um da runter zu rutschen. Ja. Ja, komm, ist doch eine gute Position. Ah, die sollte auch taugen. Nice. Gut, Raum geschafft. Hurra. Tschusch! Wir sind durch. So, zu spät. Okay. Jetzt geht's erstmal darum zu gucken, wo. Was ist mein Ziel in dem Raum? Hier ist wieder eine Tür. Gut, da ist wahrscheinlich ein P-Switch und dann taucht irgendwo eine Tür auf. Halt ich für eine Lüge. Den Pilz kann ich nur holen in einem einzigen Moment. Also muss ich den sofort holen, nehme ich an. So. Der geneigte Zuschauer hat die Tür bereits gesehen. Hinter der Shell oder was? Mm. Ah, okay. Dann ist das Ding kaputt jetzt? Nee. Das geht nicht kaputt. Okay. Ja, dann bin ich jetzt schon wieder aufgeschmissen. Ich meine, du wärst auch aufgeschmissen, wenn er kaputt gehen würde, oder? Ja, das ist wohl richtig. Was siehst du? Dann ist wohl den Block kaputt machen gar nicht die richtige Lösung gewesen. Also, ja, irgendwas muss halt mit der Plattform hier sein, aber ich weiß nicht was. Lass die Plattform mal Plattform sein. Aber den Pilz, alles gut so gerade. Den Pilz gleich holen ist schon richtig, ne? Und du hast ja wenig Alternativen, was du machen kannst. Also ist von hier aus noch alles machbar? Ja, machen's erst. Das ist interessant.
Will ich jetzt vielleicht irgendwie so den Block auslösen hier? Irgendwie nutzen, dass es mich da sonst wohin pfeffert? Wow! Geht das? Sehr schade, dass du da rausgesprungen bist wieder. Du warst ja gerade drin. Ja. Das heißt, das ist tatsächlich, was ich tun soll. Okay, interessante Moin. Yoshi. Okay, und dann ist da unten drin ein P-Switch. Dann ist da ein P-Switch. Dann will ich die Shell verglitschen, oder was? Vielleicht. Okay. Wie verglitsche ich die Shell jetzt da bloß? Das muss jetzt irgendwas mit der Plattform hier noch zu tun haben. Also die ist da ja nicht so zum Spaß. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Ich finde auch. Ah. Perfekt. Wunderschön, hast alle Probleme gelöst. Plattform weg, Shell weg. Immerhin lebt Mario noch. Warte, wieso stirbt die mal und mal nicht? Okay. Aber was soll mir das bringen? Nein! Na, auch nicht schon wieder. Was hast du denn gerade gemacht, Connor? Ja, gerade bin ich da so runtergerutscht mit... Achso, vielleicht mache ich das mit Yoshi auch nochmal. Ich meinte eher im Raum davor. Naja, da habe ich diesen Zungenglitch von Yoshi genutzt, wenn er in der Lava stirbt. Ja, dann... Ich wüsste jetzt halt nicht, wo der mir hier... Das war schon gut so, wie du es gerade gemacht hast. Tschüss, Shell. Ja, was hast du denn bei dem Springboard gesehen? Ja, das ist verglitscht, wenn... Ja, gut. Ja, ah, warte! Ich muss es auf der Seite machen und dann kann ich über die Plattform holen. Wow. Dann muss ich erstmal die Shell ablegen. Leg mal die Shell ab. Hier irgendwie, sodass ich die dann auch holen kann. So. Und dann muss ich das mit Yoshi. Das war ich. Weißt du, Yoshi halt da rein. Ah, jetzt geh doch erstmal rüber, Kollege. So. Ui. Ui. Ja, das ist doch hübsch. Perfekt. Ja, so war Dämle. Jetzt ist die verglitscht, oder wie? Gib die her. Ist ja noch auf Yoshis Zunge. Achso, ich muss warten, bis er stirbt. Nice. Verglitschte Shell. Ja, finde ich auch sehr nice, dass du die Shell einfach wegwirfst. Verglitschte Shell, nice. So, jetzt muss ich wieder klein werden. Das ist ja schade. Ach, scheiße. Okay, ich muss mich erst treffen lassen. Na gut, muss ich halt einen Schritt mehr haben. Ist jetzt auch nicht der große... Die große Magie. Aber genug, um dich zu überfordern. Das ist nur Trial and Error, siehst du? So. Aber man muss dran denken, sonst ärgert man sich. Gut. Ich wette, hier kommt irgendwo eine Coinsnack raus. Das ist keine Coinsnack. Ich war aber sehr enttäuschend, wenn da eine Coinsnack rauskam. Da drüben vielleicht eine Coinsnack? Wow. Werde ich jetzt so nicht rausfinden, was ist hier drin? Ein grauer P-Switch. Der ist sehr grau. Ah. Kann ich da nicht irgendwie so ein... Nee. Ich meine, ich kann wieder zurück, aber... Ich meine, selbst wenn es gehen würde, was hätte dir das gebracht? Keine Ahnung, sieht cool aus. Ja. Ja, ich meine, okay, ich check schon, was ich will. Ich will mit der Shell zurückkommen. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Aha. Dafür muss ja nur der Koopa da drauf springen. Ja, dann lass ihn mal da drauf springen. Ja. Ein wunderschöner Sprung. Voller Spaß. Freude. Na, der ist an sich schon okay. Ja, ja. Ich sag ja auch Spaß und Freude. Ich stell mich nur an. Hör dir vielleicht auf, dass du
was falsch machst. Ja, wenn ich jetzt die Shell dabei hätte, wäre es jetzt gegangen. Ja, gegangen. Ist schon richtig. So furchtbar falsch ist das, was du machst, ja. Nur ein bisschen eleganter, wenn du nicht ganz so weit links an der Kante stehst. Ja, wir holen den nochmal raus aus der Shell. Wie du siehst, tötet die Shell den Cooper gerade ganz schön häufig. Ja. Muss einfach ein bisschen weiter drüben hin. Er springt ja weit genug dahin. Ne, super. Versteht zwar noch nicht, wofür du mir das Wasser da oben gegeben hast, aber wir gucken mal, was passiert. Damit du da oben schwimmen kannst. Ach so. Ja, ach, warte mal, ich kann ihn da Hand lassen und der kommt da drauf. Das macht's ja viel einfacher. Ronan beobachtet. Nein! War aber sehr schade, dass die Schilder an der Lava gelandet ist. Okay, muss ich da noch drauf achten. In der Tat. Das macht den Sprung ein bisschen trickreicher. So. Sieht ja ganz gut. Ach ja, wunderschön. Guck mal, ein Yoshi. Yoshi drin. Das hat dir gerade noch gefehlt. Ich wollte eigentlich was anderes haben, aber ist okay. Wolltest du eine Coin Snake haben? Das habe ich genau gehört. Nein, die wollte ich jetzt eigentlich auch nicht an der Stelle, aber. Ach, ey, was mach ich? Bin ja dumm. Ich wollte die Shell stoppen. Was wolltest du eigentlich an dem Block haben, wenn du keinen Yoshi. Ein grauen Peacewitch wäre ganz nett gewesen. Ein blauer Peacewitch. Was hättest du mit dem blauen Peacewitch schon gemacht? Wäre ich durch die Tür gegangen. Aber das hättest du mit einem grauen doch auch machen können, oder? Ja, aber dann würdest du jetzt mal rankommen, an den komme ich ja nicht ran. Ja, aber mit einem. Ja, oh. Dann komm doch einfach ran. So. Das ist die Frage, wie komme ich mit Yoshi und Shell an diesen grauen Peacewitch da ran? Das ist ja blöd jetzt. Guck mal, da ist so eine Lava. Die sieht so ganz komisch aus, so. Ich muss schon wieder verglitschen wahrscheinlich. Ich muss schon wieder das gleiche machen. Was? Das ist ja ganz verrückt. Du musst das gleiche, was du in den letzten drei Räumen ausgenutzt hast, nochmal ausnutzen. Ja, ich glaube schon. Weil wenn die verglitscht wären, die Shell, dann käme ich an den. Nee, dann käme ich auch nicht an den P-Switch ran, was laber ich. Das ist richtig. Wieso sollte ich dann. Ich wollte auch was anderes machen, schade. Ah. Vielleicht der Hack nutzt gar nicht die Mechaniken aus, die er dir benutzt, die er dir beigebracht hat. Ach Quatsch. Ich meine, ich kann die Shell da drauflegen. Oder auch nicht. Ist es aus der Position noch möglich? Nö. Oder habe ich schon. Okay. Ich überlege gerade, ist es möglich? Ich glaube auch, selbst mit ziemlich wilden Shreds ist es nicht mehr möglich. Wahrscheinlich kommst du es noch irgendwie schafft man es wahrscheinlich doch. Mit genügend Tasttools und Empathie. Ist es aus der Position noch möglich? Nö. Ja, hier ist jetzt definitiv nö und wenn ich unten bin, ist es vielleicht? Was? Nee. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe halt einfach mehr drüber nachgedacht. Ach so. Schön. Dann reicht es schon mal nicht, die Shell hier drüben einfach zu verglitschen. So. Ja, schade, dass das nicht reicht. Ich wüsste auch nicht, warum ich sie verglitschen. Also, ich meine, dann könnte ich sie vielleicht da hoch, aber weiß ich gar nicht, was das bringen soll. Aber er kennt's nicht, ne? Verglitschte Shells, die springen besonders gerne von alleine durch Decken. Vielleicht darf ich den grauen Pieselsturm auch noch gar nicht auslösen. Aha. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht. Wow, stopp! Nee. So. Ja, also in der Situation ist noch alles okay. Ah, wirklich? Ja, echt jetzt. Sensationell. Vom Start des Levels aus ist es möglich. Das wäre auch ganz schön ärgerlich, wenn es anders wäre. Ja, ne? Da hättest du was falsch gemacht. Ja, scheiße. Geht gar nicht. Da fehlt ein Springboard. Also von hier aus muss es auch noch möglich sein. Kann ja nichts anderes vorher machen. Abgesehen davon kommt mir gerade, ich hätte ihn ja auch so auslösen können. Null. Tja. Aus irgendeinem Grund hast du mich hier oben Wasser gegeben. Ich
da schwimmen kannst. Nee. Das Wasser, warum das denn nicht? Aus einem anderen Grund. Warum soll ich denn aus einem anderen Grund da Wasser hin tun, als dass Mario drin schwimmen kann? Ja, weil halt irgendwas mit irgendwelchen Items wieder passiert, was ich jetzt wieder nicht weiß. Oder nicht dran denke. Aber vielleicht passiert doch einfach irgendwas mit Items und Mario möchte da drin schwimmen. Das kann sein. Ist auch ganz schön heiß in so einer Lavahöhle, da ist doch so ein Schwimmen. Nein, klar, kann er dann so schwimmen, das ist alles ganz toll, aber... Ja, das war jetzt übrigens schlecht. Ja, das ist mir schon klar. Ist ja schon auch, ich meine, du hast doch schon ganz korrekt benannt, dass du den Peacefish nicht auslösen willst. Ja, ja. Ja, dann mach das einfach mal nicht. Ja, ja. Das ist okay. Dann geh ich... Ach so, dann war das Problem vorhin. Wahrscheinlich war der Anfang richtig. Ich muss mit dem Koopa darüber ganz normal, aber aus irgendeinem Grund darf der Pre-Switch noch nicht ausgelöst sein. Ha? Wieso hüpft er jetzt nicht dahin, wo er hinhüpfen soll? Das ist sehr ärgerlich, dass er das nicht tut. Schade, Heck kaputt. Alles gut. Heck kaputt. Koopa! Ach, weißt du, Koopa, wir starten neu. So. Au. Aber da hat der Koopa ein bisschen Spaß und will ein bisschen springen und du legst einfach den Raub. Ja, so ist das. So, geht. Du hast wohl was gegen springende Koopa. Warum auch immer er vorhin so komisch rausgesprungen ist und jetzt nicht mehr. Na! Oh. Ach, alles sehr schön hier. Wieso ist jetzt... Jetzt ist er wieder kaputt. Nochmal. Ich glaube, der Koopa geht mit zu viel Safe States kaputt. Ich meine, so häufig wie du Safe States ist, dann würde ich als Koopa auch kaputt gehen. Na? Ja. So. Ich stell dir mal vor, du versuchst auf so einer Schelle zu springen und jedes Mal, wenn du gerade gesprungen bist, dann lädt irgendwer einfach die ganze Welt neu und du darfst wieder springen. Ja, das ist schon frech. Er ist wirklich frech. Der ist den ganzen Tag nur daran... Der will schon seit Sekunden wild aus dieser Shell springen, ne? Und der wird die ganze Zeit dran gehindert, ne? Und jetzt, was der alles springen muss, der arme Kerl. So, jetzt wieder rüber. Lass mich wieder rüber zu meinem Yoshi. Lass mich zu meinem Yoshi. Vielleicht hast du ja auch den Fragezeichen doch kaputt gesaved, denn früher war da mal wirklich eine Coinsack drin. Nein. Ah, lass mich zu meinem Yoshi. Das wäre ja eigentlich ganz lustig, so ein Hack, der auf Z-Nest dafür sorgt, wenn man zu häufig selbst datet, dass dann in den Blöcken plötzlich was anderes drin ist. Super. Ja. Zum Glück spiele ich nicht auf Z-Nest. Ja, das wär aber echt sehr lustig. Also. Hat nicht irgendwer mal einen Hack gebaut, der Z-Nest deinstalliert und ZMZ installiert oder irgendwie sowas? Ja, da gibt's Sachen. War das Biob oder wer war das? Ich glaube, Biob war es. Oder Darzin, einer von beiden. Oder du. Nee, du hast es. Darzin hat das definitiv nicht, also zumindest meines Wissens nach hat er das nicht gemacht. Irgendjemand hat es in deinem Stream erzählt, ich weiß nicht mehr, wer es war. War es wohl Bio. Okay. Ach, Mist! Nochmal. Gibt's doch nicht. Wir haben es doch vorhin geschafft. Nein! Schlechtes Date. Willst du es den Raum auch noch eigentlich irgendwann schaffen? Ja. Okay. Hatte ich dann schon. Die Zuschauer sind schon ganz ungeduldig, denn die wissen bestimmt schon, welcher Raum als nächstes kommt. Nee. Und das ist ein ganz toller Raum. Haben wir dann nicht die Lava-Welt durch? Kommt noch einer nach dem? Ich dachte, wir haben dann die Lava-Welt durch. Oh, ich krieg's nicht. Es gibt's auch nicht. Ich meine, wir sind bei 50 Minuten, also ich bin am Überlegen, ob ich nicht im nächsten Part weitermachen sollte. Aber das sieht doch jetzt mal gut aus. Okay, aber es sieht gut aus. Von der Position aus sollte das ganz gut funktionieren. Ja, fast.
Ja, aber wir haben doch jetzt 4 Räume bisher Lava gehabt. Jetzt kommt der 5. Also das ist der 5. Oder bin ich doof? Wir hatten 4 Räume schon. Wir hatten den ersten mit dem Yoshi alleine. Dann hatten wir den mit dem Yoshi zum Füttern. Dann hatten wir den, wo die Fledermaus am Anfang kommt. Oh, und jetzt haben wir den. Mist. Habe ich einen Raum vergessen oder ist das wirklich erst der 4? Ah, egal. Wir sind jedenfalls hier. So. Ist es aus der Position? Muss ja aus der Position noch möglich sein. AF? Ist er noch da? Bist du noch da? Okay, er antwortet nicht, aber er ist auch nicht. Er ist noch verbunden. Nee, er ist. Hä, offline zeigt es jetzt an. Okay, ich bin verwirrt. Vielleicht kommt er gleich wieder. Wir werden sehen. Okay. Sollte jetzt aber tatsächlich verschwunden sein. Weil Internet oder irgendwas. Dann müsste ich wahrscheinlich sowieso jetzt mal erstmal das Ganze hier pausieren, weil ich ohne ihn, glaube ich, hier nicht durchkomme. Also ich meine, ich kann mal was probieren. Aber ich glaube nicht. Ich werde schon mal von hier aus nicht schaffen, die Shell da drauf zu legen. Das dürfte nicht möglich sein. Also von unten ja. Aber dann wiederum kann ich Yoshi nicht in die Lava. Wobei. Nee, geht das? Da war ich wohl weg. Ah, da bist du wieder. Siehst du noch was? Oder muss ich es neu übertragen? Ja, alles klar. Hab gerade noch gefragt, ob es von hier aus noch geht. Aber da kam keine Ahnung. Ja, von hier geht noch alles aus. Okay. Was könnte ich jetzt tun? Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ob es jetzt der 4. oder der 5. Raum ist und bin aber zum Ergebnis gekommen, dass jetzt, glaube ich, der 4. Raum von der Lava-Welt. Mhm. Ist das etwa ein Mathelehrer, der nicht zählen kann? Ist es doch der 5.? Ich habe alle gedanklich bin ich durchgegangen und bin zum Ergebnis gekommen, das ist der 4. Habe ich einen übersehen? Also wir hatten am Anfang den mit dem Yoshi. Also gut, dann hatten wir den mit dem Yoshi. Ja, die sind alle mit dem Yoshi. Den mit dem Yoshi springen, dann hatten wir den mit dem Yoshi füttern. Dann hatten wir den mit dem Shell verglitschen. Und jetzt haben wir den hier. Also das ist der 4. Ich wollte den mit dem Springboard vergessen. Stimmt! Siehst du, ich habe einen vergessen. Tatsache. Okay, dann ist es doch der 5. Alles gut. Natürlich ist es der 5. Perfekt. Deswegen habe ich ja gemeint, dass du nicht zählen kannst. Gut. Ja, willst du jetzt noch den Raum schaffen? Ja, schon. gib mir mal einen Hinweis. Ich habe keine Ahnung. Das gleiche wie die ganze Zeit auch. Ja, aber wie sette ich das hier ab? Ja, okay, gut. Dann geh mal nach unten mit der Shell. Jetzt machen wir einen Shelljump, um wieder nach zu Yoshi nach oben. Oh! Das war gerade das, wo ich mir überlegt habe, wie ich das da draufsetze. Ja, okay, das ergibt super viel Sinn. Einfach nur einen Shelljump machen. Nicht so was Wildes, was du. Ja, okay, ist schon okay. So ist gut. Alles klar. Ach so, okay. Gut genug. So, und jetzt schmeißt du den Yoshi da in die Lava halt. So wie immer. Ach so, und dann gebe ich ihm die. Ja, es wäre nur ganz gut, wenn du dafür sorgst, dass er auch in der Lava bleibt. Ja? So, jetzt zerstör mal die Shell. Zerstören? Ja. Und jetzt aktivieren wir den Peacebird. Der hätte jetzt Yoshi halt auf der Zunge gehabt. Ja, dann sei halt schneller. Ah, verflucht, das so ging das. Okay. Ja, den hat dann Yoshi. Oh mein Gott! Erklärung: Die Shell kommt aus dem Block, also ist in Slot 11. Wenn du die Shell zerstörst. Ich hatte immer noch Slot 11 auf der Zunge. Aber wofür jetzt das Wasser?
Ja, Conan, sei mal schneller. Sei mal nicht so langsam. Wieso, es passt doch jetzt alles. Ich meine, das, was du da machst, geht schon, aber mach's mal einfach schneller. Wir spulen mal zurück und mach's. Ach, warte, du willst, dass ich darüber schwimme und dann einfach auf dem P-Switch lande? Ja, komm. Ich will nicht, dass du da irgendwie so... Ah. Ja, vielleicht spring halt nicht gegen den braunen Block. Okay, gecheckt. Sei halt einfach mal schneller. Ja. Ah, der will ja noch da. Da kann ja nicht klappen. Ah, der muss. Was machst du denn da? Schnell zerstören. Ja, verstanden. Wenn ich gegen den braunen Block springe, soll ich schnell zerstören. Oh, geht doch. Ein Träumchen. Bin ich sogar zu schnell. Ja, und da ist sogar so eine Stelle an der Seite des Wassers da, dass du da deine Geschwindigkeit loswerden kannst. Da die Wand gehen. Da musst du einfach nur im richtigen. Musst du einfach nur an der richtigen Zeitpunkt nach oben drücken und dann bist du schon drin. Ja, das ist dann klar. Na, so sieht ja anhand deiner Bewegungen sieht's nicht so aus, als sei dir das klar. Na halt, ich muss halt durch die Tür gehen, also, ja. Ja, ich meine, ich weiß halt nicht, warum du zum Beispiel nach rechts gehst. Ach so. Ja, okay. Oh, schöne Musik. Da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Mit zwei Schlüsseln und einem... War da ein großer Yoshi oder ist da ein kleiner Yoshi gefallen? Mit dem großer Yoshi, wenigstens. Okay, im Moment fällt ein großer Yoshi. Dann komme ich schon mal an einen Schlüssel ran. Aber... Nee, erstmal muss ich Yoshi wahrscheinlich retten. Oh, ja, aber wie geht's... Werden wir dann alles im nächsten Part herausfinden. Wie geht's dann weiter? Ja, ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao, Kakao.